Läuft. Guten Tag, meine lieben Leute da draußen. Wir sind zurück in der Alpha 9 zusammen mit Mr. Flag. Hallöchen! Und der Jorle! Ich bin nicht da. Hi. Hast du gerade gesagt, bist nicht, bin ich da? Ja, guck mal, bin ich da. Ja, total. Jetzt erklärt doch erstmal, was ihr mit meiner Höhle angestellt habt hier. Wo ist meine Höhle hin? Deine Höhle hat sich verdünnisiert. Wie, meine Höhle hat sich verdünnisiert? Und was ist das überhaupt für eine Grafik hier? Sie hat es nicht mehr ausgehalten mit dir, Flag. Es tut mir leid, aber sie hat die Scheidungspapiere eingereicht. Wir haben alles in die Luft gesprengt, deswegen haben wir jetzt hier so einen kleinen Krater, Flag. Das ist so schrecklich. Nein, sie haben gepatcht, oder? Ja, oder? Auf die 09. Ja, und alles neu macht der Mai, beziehungsweise der Patch, und deswegen haben wir uns hier entschlossen, beziehungsweise mehr oder weniger zwangsläufig, weil wir wollten ja die random generierte Karte ausprobieren, uns einfach mal in eine neue Welt zu schmeißen. So, genau. Und jetzt erklärt mir hier, was ihr für eine bekloppte Idee hier hattet und wozu ich gezwungen werde, mitzumachen. Also wir hatten... Wieso gezwungen? Nein, also wir waren vor ein paar Tagen, als die rauskam, waren wir schon unterwegs und haben uns gedacht, boah, so eine neue Felsformation, das wäre doch prädestiniert für den lieben Flag. Weil da könnte man halt drüben, also drüber, sein Häuschen zum Beispiel bauen und Flag, du hast schon nicht mehr zugehört, ne? Nee, die 5-Sekunden-Regel gilt aber auch für einen Großteil der Abonnenten. Okay. Dann lasst euch überraschen. Womit fangen wir an? Wollen wir erstmal Zeugs holen oder wollen wir bauen? Also so wie wir das gesehen haben, gibt es halt diese eine große Hauptstadt. Hoppala. Bravetown. Genau, und viele kleinere Ansiedlungen drumherum, aber eben auch ziemlich weit verstreut. Also wir werden so schnell, wenn man so mal loszieht, gar nicht so viel finden. Wie war denn das mit der Axt? Vorsichtig, Flag. Die Krabbler, zur Information auch für euch, im YouTuber da draußen. Die Krabbler haben jetzt ihren Damage, naja, nicht ganz verloren, aber sie machen nicht mehr so viel Damage. Aber sie können euch jetzt die Beine brechen, also vorsichtig. Ja, also, mit Beine brechen. Man kann jetzt auch schwimmen, du musst mal unter Wasser gehen, Flank. Sieht auch richtig schön schon aus. War ich schon. Ja. Also die Neuerungen sind schon ziemlich krass, also davon mal abgesehen, dass die Welt jetzt die Tatsache unendlich ist, wie scheint. Und das ist alles groß. Machen wir dann als erstes einen Ausflug in die Stadt? Ich habe mir irgendwie habe ich zu wenig Gesundheit. Ich glaube, ich möchte mal irgendwelche Rohstoffe einsammeln, also Nachschub. Also die Stadt müsste von uns aus im Westen liegen. Ich zeige uns mal auf der Karte. Also hier sind wir gespawnt, der Fleck war dann irgendwo hier. Und im Westen muss irgendwo die Stadt sein, also im West. Dann würde ich doch mal sagen, gehen wir zuerst mal in die Stadt, oder? Ja, aber wir finden das doch hier nie wieder. Deswegen wollte ich mir gerade mal... Aber wir sehen das doch auf der Karte. Ja, aber das findest du trotzdem ganz schlecht wieder. Wir müssten uns jetzt alle letzten Endes eigentlich einen Schlafsack machen. Bei dem sieht man auf der Karte. Ich bin gerade dabei, wie heißt es? Stimmt, der Schlafsack. Cotton, Baumwolle. Was ist denn das dahin? Habe ich auch schon eingesammelt. Brauchst du? Wir brauchen für ein Stück Stoff. Hier, warte. Bei... Komm sie her. Bei Baumwollteilen. Ich weiß. Ich weiß, die Frage ist unangebracht, aber wie braucht man sich einen Schlafsack? Moment! Aus Glas! Aus Fetzen! Building. Oh Gott! Ich hab definitiv zu wenig. Flaggy, wir suchen Cotton. Cotton? Wie sieht Cotton aus? Das ist auch neu. Komm mal mit. Da hinten gibt's das zum Beispiel. Hier. Sehr schönes Charaktermodell eigentlich. Ja, eben. Das ist ja. Das sieht definitiv aus wie Baumwolle, alles klar. Die suchen das wir, das brauche ich, weil dann kann ich... Warte, hier hast du noch mehr. Toll, bei mir fällt hier gerade die Feuerwehr lang. Wie habt denn ihr Baumwolle gefunden? Ich finde gar keine. Ja, das ist, Das gibt's hier überall auf der Karte. Hier habe ich aber schon gesucht. Aber nicht da, wo ich rumrenne. Gucke, da hinten ist auch noch was, da im Osten. Ah, Baumwolle. Denn es gibt jetzt auch einen Kompass, ne, unten am Gürtel. Ja, der war total versteckt, den habe ich gar nicht gesehen. Dann wird angezeigt, wo, wenn du gestorben bist, ne, dein Rucksack und so weiter. Was ist? Genü. Hier steht... Achso, ich dachte, das wäre eine Kiste, eine Supply-Kiste. Wie viel von der Wolle brauchen wir für einen Schlafsack? Ganz viel, bring mal ganz viel mit. Bring mal ganz viel mit. Kannst du mir alles geben, weil ich würde die dann schnell herstellen, die Schlafsack. Ich habe ja jetzt schon einige. Alles klar.
Das dauert bei mir sowieso ewig, bis ich die gefunden habe. So, Wolle. Ich denke mal, so die ersten Folgen werden auch ein bisschen... Ja, ein Schlafsack ist schon wichtig. Also wir haben ja vor der Aufnahme haben wir versucht, uns zu finden. Ich muss mich da 50.000 Mal umbringen. 50.000 Mal? Mindestens. Natürlich. Die euch gefunden habe. So. Gib mir das Zeug. Was passiert, wenn die einem die Beine brechen? Dann kann man sich so eine Schiene basteln. Gibt neues Medi-Zeug. Auch so eine, haben wir schon ausprobiert, so ein ganz großes Medi-Kit. Wenn man das benutzt, dann defibrilliert man sich selber. Fand ich auch witzig. Man kann sich selbst das ja, das geht. Stellt euch mal vor, man wird sich selber defibrillieren. Damit ist Emergency Room quasi ad absurdum geführt. Ja, ja klar. Deswegen war es ja witzig. George Clooney ist nicht mehr notwendig. Natürlich. Wer braucht den auch? Warum finden die Frauen den eigentlich auch immer so hübsch, frage ich mich. Das müsst ihr beantworten, da kann ich nichts zu sagen. Ich muss sagen, ich finde den nicht so wirklich attraktiv. Steinschmied. Was habt ihr denn an Cloth jetzt? An Cotton? Also ich habe... Ich war völlig unproduktiv und habe auf Stein eingekloppt, damit ich quatschen konnte. Oh ja, das ist sehr gut, Flaggy. Und jetzt verhungere ich gerade. Hat jemand was zu essen? Ja, aber das brauche ich selber. Geh weg. Dann hätte ich gerne den ersten Schlafsack, weil ich werde gleich sterben. Echt? Ja, dann komm her. Ich schon, wo bist du denn? Flaggy, komm her. Komm. Ich sterbe. Ich gebe dir meine Dose. Lasse. Gib mir den Stoff. Nein, ein Hirsch. Aber ich kann ihn nicht erlegen, weil... Da bist du. Dein Schlafsack? Hier, da. Trink, essen. Essen, trinken. Danke. Und deine Baumwolle. Ich meine, wenn ich den Schlafsack habe, dann ist er nicht mehr so wild. Den musst du aber auch noch irgendwo platzieren. Machst du da gleich in die Ecke. Ja, den hau ich dann gleich da. Das rummelt bei ihm. Oh, hier hat er mir immer noch nicht seinen Cotton gegeben, ne? Hier ist noch ganz viel, ich sammle mal für dich. Lululul. Aber du kriegst gleich das Cotton. Hilfe, halt hier, bleib hier, ich hab das Cotton. Hier, Madame, da ich hier, auch. 22, bitte sehr. 2. Sehr schön. So, wo wolltet ihr ungefähr hin mit dem... Hier lang, da drinne. Guck mal, wo das hier so reingeht. Siehst du, das ist auch noch ein Engpass und so. Das ist optimal. Okay, dann lege ich den Schlafsack dahin und dann... Hier in die kleine Ecke, leg ihn hier rein, dann... Hier in die... Joll, ich hätte für dich dann auch schon einen Schlafsack. Oh, prima. Hier so, ja? Danke. So in die Ecke. Ja, hau ihn erstmal jetzt hier hin. So. Mhm. Vielleicht hätte es auch ein bisschen Platz lassen können, aber gut. Da ist dein Schlafsack. Dankeschön. Ich habe auch wieder das Wichtigste, was ich ja in der letzten Folge die ganze Zeit mit mir mitgeschleppt habe. Altes Brot. Oh, hast du das schon gefunden? Endlich jetzt. Oh Mann. Das ist das Wichtigste, das brauchen wir für jede Folge. Oh mein Gott. Der Flaggy. So, ich versuche hier noch ein bisschen weiter Steine zu kloppen, warum auch immer, aber ist ja egal. So, haben wir jetzt alle drei einen Schlafsack? Nee, Jenny braucht noch. Du auch? Hast schon. Dann können wir in die Stadt gehen, oder? Bin ehrlich gesagt, ich bin heiß auf die Stadt. Ja, okay, ist ja. Gimme das City. Gimme das City. Dann gehen wir da jetzt hin. Jenny, wollen wir? Ja, Flag-Frage. Ja. Hast du eine Stone Axe schon? Nein. Die mache ich mir aus Stone und? Habe ich für dich Flag? Ja, steht direkt neben euch. Auf dem Boden. Ha, danke. Jetzt hat er den K-Stone aufgenommen. Den was? Ah, mein Ohr juckt. K-Stone. Oh. Das Teil hier. Ach nee, Claim-Block heißt er. Hab ich gerade weggeworfen. Claim-Block, was macht man damit? Sein Revier markieren. Das ist eher für das Multiplayer. PvP. Okay, das für die alles Multiplayer klar. Gedacht, brauchen wir jetzt nicht. Brauchen wir nicht. So, Westen, Osten, Osten, Westen, da lang. Lauf mal hinter euch her, weil ich habe eine Orientierung wie ein Hamster bei Mitternacht. Ach, guck mal, das sieht doch richtig genial aus hier mit diesen neuen Formationen und allem. Dass jetzt auch Ressourcen an der Oberfläche sind, ich finde das total toll und spannend. Ja, das sieht nett aus. Guck mal, hier, Fleck, hier deine Haupthöhle rein. Ich gebe ja zu, du hattest eine gute Idee. Hier in diese Seite sich reingraben ist natürlich noch viel stylischer, als senkrecht nach unten zu graben. Ja, ne, zumal dann oben drüber unser Häuschen ist und so. Ah, das wird schön.
Ich gebe es total zu. Was wollte ich sagen? Fleck, wenn du jetzt was isst oder was trinkst, ja, dann hörst du so ein Drop-Geräusch, ja. Na? Ein was? Ein Drop-Geräusch, als ob würdest du was aufnehmen. Ja. Jedes Mal, wenn du was isst oder trinkst, kriegst du jetzt eine leere Dose fürs Essen oder ein leeres Glas fürs Trinken. Ah, okay. Das ist nur etwas nervig, dass das jedes Mal wieder ins Inventar zurückwandert. Na, ist ja doch aber eigentlich eine coole Sache. So, wartet mal, wo seid ihr denn jetzt? Ich werde auch demnächst sterben, muss ich gerade mal anmerken. Ach, das ist mein Schlafsack. Okay, vergesst es. So, Westen. Ihr seid da drüben. Wartet auf mich. Ja, komm dran. Black stirbt gleich beim Rüberschwimmen. Warum habe ich einen Debuff? Ich habe einen komischen Debuff. Was denn? Sieht aus wie ein Hintern über einem Lagerfeuer. Ein Hintern über einem Lagerfeuer? Ja, es sieht aus... Flag, also du musst uns über deine Sexualpraktiken jetzt nicht... Es sieht aber so aus. Ich verhungere schon wieder. Fleckert Durchfall. Geh weg. Was du hast Durchfall. Habe ich nicht. Das ist neu. Doch, das gibt's jetzt auch. Ich habe keinen Durchfall. Diarrhoe Deluxe. Echt? Ja. Das ist also kein Hintern über einem Lagerfeuer. Nein, es ist das Durchfallsymbol. Jetzt lass uns mal nach Westen. Hier Westen. Westen. Ich werde am Durchfall krepieren. Seid ihr dran, meine Lieben? Ich habe auch nichts mehr zu essen. Ich brauche dringend Hilfe. Also wir müssen es positiv sehen. Jetzt durch Fleck kommen wir wieder nach Hause. Man muss einfach nur der Spur folgen. Hinterlasse ich was? Nein. Ich bin am Verrecken. Warte mal, wo seid ihr denn? Da seid ihr. Wo laufen wir denn hin? Hier ist ja nur Pam. Westen. Ja, das wird ja jetzt auch ein bisschen... Ich weiß nicht, wie lange wir laufen müssen. Jenny, sag mal, aber mal ganz ehrlich, mein Inventar befindet sich über meinem Kompass. Ist das normal? Wie? Dein... Ja. Du sollst nicht mehr so viel Kompass sehen, wie du es vorher getan hast. Also. Das hat sich ja alles komplett verändert. Guck mal, das ist ja auch eine geile Feldformation. Ich verrecke hier gerade. Hat so ein bisschen was Minecraft-artiges, ne? Wie sich das aber anhört, wenn ich ihn denn so stöhnen höre. So. Ja, seid ihr schon mal in der Zombie-Apokalypse mit Durchfall rumgerannt? Ich bitte euch. Okay, wir müssen mal auf Jenny warten, Flank. Ich hab Durchfall, ich kann nicht warten. Ja gut. Komm, Jenny, du siehst uns ja, ne? Ich hab dich gecheckt, Jolle, alles kein Problem. Gut, dann laufe ich mal weiter nach Westen. Ich sammel mal zwischendurch hier diese Baumwolle auf. Brauchen wir die eigentlich noch? Ja. Kann man ja zur Not als Klopapier benutzen. Ja, du hast es dringend nötig. Ja, sag ich doch. Die... Oh Gott, ich verrecke. Hat jemand irgendwas, was heilt? Komm jetzt los. Zack, zack. Beweg deinen Hintern. Also der Tee. Dieser Golden Tee. Ich habe Pflanzen habe ich dafür. Ich habe kein Wasser. Ich habe keinen Herd, um mit dir zu kochen. Ich sterbe. Nein. Ich guck mal hier rein. Geht das von alleine wieder weg? Wissen wir nicht. Wir hatten noch keinen Durchfall. Super. Ich bin eine Premiere. Ja, voll. Ich werd die Folge nennen First, was heißt Durchfall auf Englisch? Diarrhoe. Oh Gott, ich verrecke. Da ist eine Straße, Flag. Hast du was zu essen noch? Hat jemand was zu essen? Nein, ich verrecke selber. Das Problem ist, ich habe ja Durchfall, das geht ja alles sofort durch. Hier sind schon wieder so geile Felsformationen. Oh Gott. Brauch irgendwas zum Heilen, ich verrecke. Ich habe Painkillers. Geht's dir denn auch gesundheitlich schlecht? Ja, meine ich ja, gesundheitlich. Das geht ja runter. Dann komm doch mal jetzt zu mir. Wo bist du denn jetzt schon wieder? Ich bin hier... Ich loote hier gerade den Trash. Ah, da gibt's Häuser. Mein Problem ist ja, mein Essen ist unten und ich habe Durchfall. Ja, ist doch gut. Ich sterbe. Hab ich euch schon erzählt, dass ich Durchfall habe? Also ich hab Painkiller, komm her, kriegst Painkiller. Ich eile ja schon, Hilfe. Kommst du jetzt? Hilfe. Ja, du hast hier alle schon gelootet, kann das sein? Ja, hier liegen Painkiller. Nimm die erstmal.
die auch noch out of. Das ist auch neu, dass man gegen Durchfall Painkiller nimmt. Ja, das wird jetzt auch nicht so helfen. Zack! Noch ein Debuff. Häuser, da müssen wir unbedingt rein. Ja, das habe ich doch gerade gesagt. Ich höre doch nicht zu, ich habe doch Durchfall. Fleck hat nur eine große Sorge. Dein Durchfall. Ja. Verständlich. Eigentlich müsste auch sein Trinken runtergehen. Aua! Das ist ein absolut, welche Engländer, ich würde sagen, disgusting. Ja, ja. Ein Spiel, wo man Durchfall kriegen kann, ich bitte euch. Abartig. Ich finde natürlich alles, nur kein Essen. Glasscheiben, toll, super. Ah! Papier. Nein! Stüb doch! Fleck, loot die mal, bevor sie weg sind. Wen soll ich looten? Die Leute hier, die Typen. Für die selber. Warum haben die eigentlich immer so einen Feinrippschlüpper an? Was hab ich? Ah, eine Potato. Kann man die Dinger roh essen oder krieg ich dann auch wieder Durchfall? Keine Ahnung. Oh Gott. Oh Gott. Mein Nemesis. Was ist denn dein Nemesis? Au. Just. Oh. Alter, der hat mich fast bewusstlos geschlagen hier. Ja, wo du es gerade sagst. Jolle. Die können dich jetzt so erschlagen, dass du dich für einen Augenblick lang nicht bewegen kannst. Komm ich da nicht rein? Ja. Was ist denn das? Hatte ich gerade. Ja, liebe Leute, der Counter läuft wieder. Ich weiß aber allerdings nicht, was es jetzt war, ob es das Ding war, aber ich gehe mal ganz stark davon aus. Was für ein Counter? Der Diät-Counter. Oh, immer noch. Einziger. Ach nein, nur Brass drinne. Warum? Warum? Oh, böse Welt. Weißt, ich kann mich noch dran erinnern, in der letzten Folge, wo ich hier wie ein behämmerter Nahrungsmittel mit mir rumgeschleppt habe. Ja. Jetzt finde ich keine. Sag mal, warum also ich hab Aloe Vera, vielleicht hilft dir das was. Will mich nicht schön machen, ich will. Wer hat da eine Waffe? Ich. Aber der Dicke stirbt nicht. Dicke stirbt. Der Dicke stirbt nicht. Oh nee. Aber oh, dann komm doch raus. Vielleicht können wir jetzt. Ich hab gesehen, Aloe Vera Creme und so. Oh, sag mal, warum kann man sich mit der Stein. Kann man sich mit der Steinaxt eigentlich mehr einen Weg frei hacken? Ich hab doch was zu essen eingesammelt, ich blöde Kuh. Warte, warte, warte. Ich muss dringend was essen. Ess was. Oh. Ich hab übrigens immer noch. Was hab ich denn jetzt? Ich hab jetzt eine Nase. Also als Debuff. Dann stinkst du. Ja, super. Dann hast du entweder. Naja, ist ja wohl klar, er hatte ja vor kurzem Diarrhoe. Bitte nicht. Nein, ich hab's immer noch. Du hast eine Potato aufgesammelt. Die Potatoes, die Blueberries und die. Aber ich bin am richtigen Ort für meinen Durchfall. Wieso? Ich hab's Klo gefunden. Oh Mann, ey. Ich bin hinter dem Häuschen, sag mal, wo bist du denn jetzt, Fleck? Bin hier in einem Haus drin und versuche mich da oben durchzukloppen. Klappt's aber nicht. Okay. Oh, ich komme hier nicht rein, ne? Nee, dann lassen wir das. Warte mal, wo können wir uns denn noch durchhauen hier? Ja, vielleicht. Eben ging das, warum geht das nicht mehr? Also die kleine Minimap fehlt mir übrigens so ein bisschen. Jetzt hier raus, mit zum Glück. Wie es euch geht. Ach, was? Jenny ist da. Jenny! Ich habe Hunger. Oh nein, ich habe Durst. Ich glaube, Hunger haben wir alle. Ja, trinken habe ich, ja. Einigermaßen. Hunger kann ich dir geben, hier. Ein Gläser. Shit. Jetzt hast du es wieder mit eingesammelt. Ja, hier. Was ist das hier? Wie voreinander stehen. Ich habe Hunger, ich habe Durst. Oh, sehr gut. Bottled Water. Was machst du da, Jenny? Ach, die Toilette kaputt. Was, ist die Toilette kaputt? Es gibt übrigens eine neue Suizidart. Glas essen, genau. Ich bin immer noch am Verhungern, es ist unglaublich. Hot Metal Pipe, habe ich jetzt eine brauche ich noch? Hier, ich hab welche. Sag mal, für eine den blöde Ofen Frage, dann nehme ich gleich. Eine blöde hier. Frage, wenn man mit der Axt auf was einschlägt, warum geht das nicht mehr kaputt?
Was hast denn du beschlagen? Na, auf eine stinknormale Wand. Mit der kleinen Axt? Mit der Steinaxt. Das dauert, Flake. Ich glaube, in diesem Haus befindet sich ein Safe, Jenny. Ja, oben könnte sein, dass sich ein Safe befindet. Ich hab Essen gefunden. Wer bist du doch, Flag? Ich versuch hier grad reinzukommen. Oh, eine Bloodbag. Ist Alter, auch was? Neu. Eine Bloodbag. Was ist eine Bloodbag? Naja, eine Bluttransfusion halt. Das ist auch neu. Bräuchte mal eine. Ich komm hier nicht rein, das ist zu blöd. Hat jemand was zu essen? Essen musste mal Jenny fragen. Ich habe zwei Dosen, Flaggy. Komm zu mir hoch. Ach, da bist du ja. Das lass ich schon mal durchlaufen. Steht wir müssen dir? Übrigens die Folge beenden. Ha, danke. Ich hab Durchfall. Folge beenden. Folge. Ja, wir haben es vernommen. Okay. Das heißt, wir wollen jetzt Tschüss sagen. Wir können die Folge nicht beenden, bis ich nicht kuriert bin. Das geht nicht. Müssen wir. Du wirst dann in der nächsten Folge gesund. Okay, dann hoffen wir das. Das hoffen wir alle. Ich sage bis dann, denn euer genesender Mr. Black und... Und Co., meinst du? Ja, bis dann. Tschüss. Bis dann, Charlie.